Dann fangen wir jetzt mit den Sufi-Kreisen an. Nimm dir gerne eine Decke. Setz dich auf die Decke, sodass deine Gelenke und dein Gesäß einfach schön weich nach unten sinken können. Kreuz die Beine. So ganz intuitiv. Schau, welches Bein jetzt vorne ist und ja, erkenne mal so ein bisschen die Muster. Aber wir verändern das dann auch gleich. Nimm die Hände auf die Oberschenkel. Schließ die Augen. Nimm einen tiefen, tiefen Atemzug. Und atme aus. Lass all die Last von den Schultern davonschmelzen. Und dann fange langsam an, dich nach vorne zu lehnen. Herzraum weit. Über die rechte Seite zurück, über die linke Seite nach vorne. So fängst ganz entspannt an, dich hier zu kreisen. Und du spürst hier den sanften Druck, die Massage an den Sitzbeinknochen. Fängst auch an, deinen Atem tiefer, bewusster ein- und ausströmen zu lassen. Die Gedanken, die da vielleicht noch aufkommen, ganz liebevoll begrüßen, wahrnehmen. Und entspannt weiter fließen lassen. Indem du dich eben auf deinen Atem konzentrierst, wirst du hier jetzt immer präsenter und lehnst dich im Geiste zurück, beobachtest dich hier im Tun. Also, du kreist um deine eigene Achse. Zentrum. Vielleicht spürst du auch noch irgendwo Enge und da, wo der Körper Signale gibt, hey, hier möchte ich noch ein bisschen weiter dehnen, fühlt sich gut an. Koste es aus. Weiterhin der Atem, ganz frei und weit. Gerne auch die Stimmritze schließen, sodass der Atem rauscht durch die Kehle. Du übst im Ujjayi-Atem, wenn du ihn kennst. Ozeanischer Atem auch genannt. Aber eigentlich heißt es der siegreiche Atem, der Sieg über das Unbewusste. So langsam lass dich zurück ins Zentrum pendeln. Okay, Spürchen nach. Heb die Knie, kreuz die Beine einmal andersrum. Und auch hier ganz allmählich beginnen nach links. Die rechte Seite nach vorne. Lehn dich zurück, du kannst richtig schön an den Knien ziehen. Öffne dein Herz nach vorne, zur Seite, zurück. Atem ausgedehnt und ruhig. Genieße deinen Körper wahrzunehmen. Genieße einfach nur zu beobachten, zu spüren, dich hier aus dem Körperraum intuitiv führen lassen, tiefer und tiefer nach innen zu tauchen. Ein Atem,
Ganz ausgedehnt und ruhig und leicht fließt er. Ganz leicht und frei. Und dann komme von hier langsam, langsam zurück ins Zentrum. Spür auch hier nach. Dann hebst du die Knie, krätsch die Beine. Bleibe hier und lass dich dann aus dem Becken. Mit den Händen kommst du ein bisschen nach vorne. Und du kannst auch die Hände auf die Blöcke nehmen. Du kannst hier die Unterarme auf die Blöcke nehmen, also dich hier abstützen. Lass den Kopf zum Schluss los. Atme ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Vollständig aus. Und ruhig ein. Und hier ausatmen. Und noch einmal ein. Und aus. Schiebe in den Boden, in die Blöcke und richte dich auf. Einatmen. Sammel deine Beinchen ein. Komme in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter die Schultern. Und im Katze-Kuh so ein paar Mal. Brustbein anheben. Rücken runden. Ganze Handfläche in die Matte schieben. Mach weiter. Öffne, hebe. Und ganz rund werden. Fühle. Spüre deinen Atem. Wenn du möchtest, dein Becken kreisen. Auch die Schultern und den Kopf dazu bewegen. So in Zeitlupe entschleunige. Andere Richtung, falls du in eine Richtung kreist. Komm zurück ins Zentrum. Atme hier ein und atme aus. Schieb den Po Richtung Fersen. Einatmen. Heb das Gesäß, heb das Brustbein und noch zweimal. Mit einem runden Rücken, Gesäß Richtung Fersen, streck dich lang. Und dann komm wieder nach vorne ein. Noch einmal, öffne die Rückseite, strecke dich hier. Einatmen, wieder nach vorne, bleibe hier, Po bleibt über den Knien. Und dann kommst du nach vorne, nimm die Fingerkuppen zum Boden, Handteller weg. Zwei, dreimal hebt das Brustbein, senk dein Kinn, hebe und dann langsam, langsam senk die Stirn ab. Kannst die Handflächen zum Boden bringen und jetzt hier weit zwischen die Schulterblätter ein und ausatmen. Nimm den Atem wahr. Tief ein. Vollständig aus. Ruhig ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Noch einen. Heb den Kopf, einatmen die Unterarme zum Boden parallel zueinander. Wir kommen hier in die Sphinx. Ziehst die Schultern zurück, spreizt die Zehen in die Matte und dann öffne hier dein Herz. Tief ein. Atme aus. Halt die Beine stark, schieb das Schambein nach vorne. Einatmen. Atme aus.
Gib noch ein bisschen kraftvoller nach unten ein, um dich weiter zu öffnen aus. Tief ein. Atme aus. Noch einmal ein. Atme aus, leg die Stirn ab. Mit den Händen nach hinten, neben die Rippen, wie in der Kobra ausrichten. Dreimal mit der Einatmung Das Brustbein und dann den Kopf heben. Und ausatmen, senke Brustbein und Stirn ab. Einatmen, hebe. Aus, senke an. Und hebe. Noch einmal mit der Ausatmung, senke an. Einatmen, heb dich in die Kobra, schieb ein bisschen kraftvoller in die Matte und komm über den Vierfüßlerstand in den nach unten schauenden Hund. Heb die Knie und beugst die Beine abwechselnd, schieb dabei die Sitzbeinknochen kraftvoll nach oben, weite die Rückseite. Tief ein. Atme aus. Der Nacken ist frei. Ein. Atme aus, den Bauch aus. Lass die Bewegungen ruhiger werden. Atme Herz weit. Aus dem Bauch aus. Lass den Atem rauschen, der Blick ist ganz ruhig. Und kommst du hier mit dem rechten Bein nach hinten hoch einatmen. Und setzt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Die Ferse unter den Knie. Heb einatmen den rechten Arm und schau zur rechten Hand. Und jetzt führe den rechten Arm vor dem rechten Schienbein unter der linken Achsel durch. Die Handfläche zeigt sich nach oben. Und du wiederholst es mit der Einatmung, hebst du den rechten Arm, die Schultern zurück. Ausatmen, führe durch. Ausatmen durch. Und richtig schön noch einmal heben. Diese Bewegungen einfach ganz frei fließen lassen. Einatmen, heb den rechten Arm. Komm auf die Fingerspitzen. Heb das Brustbein an. Und mit der Ausatmung Hände zum Boden. Steig in den dreibeinigen Hund. Streck das Bein nach hinten. Öffne die rechte über die linke Hüfte, zieh den Nabel nach innen und beug das rechte Bein. Bleibe hier, atme ein. Atme aus. Tief ein. Für den Beckenboden, zieh leicht nach innen oben ein. Vollständig aus. Und nochmal ein. Atme aus. Heben, das rechte Bein strecken, die Hüfte gerade und dann setz den rechten Fuß wieder nach vorne zwischen die Hände, bring das linke Bein daneben, Rücken lang und tauch über beide Beine. Einatmen, Rücken lang, über beide Beine nach unten sinken, Knie ein bisschen beugen, einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, Arme über den Kopf. Austauche gleich den ganzen Weg bis nach unten ab. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Ausatmen, komme in die schiefe Ebene. Bleibe einatmen hier und bringe ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. Und streck dich in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, hebt das linke Bein nach hinten hoch. Ausatmen, linker Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Hebt den linken Arm, strecke dich, öffne, schau zur linken Hand und dann führe den Arm vor dem Schienbein unter der rechten Achsel durch. Handfläche zeigt nach oben. Dann hebe und öffne wie so ein Flügelschlag.
Ausatmen, zieh durch. Nimmst die Dehnung hier ein im Schulterblatt. Aus, wieder durchfädeln. Noch einmal die ganze Sequenz. Und durch. Einatmen, hebe. Und ausatmen, linke Hand zum Boden. Einatmen, Herz weit. Handflächen in die Matte. Steig in den dreibeinigen Hund. Öffne die linke Hüfte über die rechte. Nabel nach innen und beug das linke Bein. Tief atmen. Atme aus. Verlängere das Kreuzbein zu der Kniekehle. Tief ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Noch einen. Streck das Bein ein, die Hüfte gerade. Und wieder schau nach vorne. Linker Fuß zwischen die Hände. Rechtes Bein dazu. Komm auf die Fingerspitzen. Zieh den Rücken lang. Tauch über die Beine. Nochmal einatmen auf die Fingerspitzen, Rücken lang. Und dich über die Beine nach unten sinken lassen. Einatmen, Knie leicht beugen. Komm den ganzen Weg nach oben, heb die Arme über den Kopf und senk die Hände. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang, schau zu den Händen. Ausatmen, verbeuge dich bis nach unten ab. Einatmen, linkes Bein nach hinten. Ausatmen, schiefe Ebene. Bleibe hier, du kannst Knie, Brust, Kinn üben mit der Ausatmung oder die Knie beugen, Arme beugen, Liegestütze. Und von hier in den aufwärts schauenden Hund oder auch gern die Kobra üben. Zieh die Schultern zurück, Hüften nach vorne und mit der Ausatmung zurück in den nach unten schauenden Hund. Bleibe hier, atme ein. Atme aus. Ein. Einatmen. Atme aus. Noch zwei. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Ausatmen. Beug die Beine und entlauf in kleinen Schritten nach vorne. Rücken lang. Tauche wieder über beide Beine. Einatmen. Komm den ganzen Weg nach oben. Heb die Arme. Ausatmen, senk die Hände, verschränk die Finger hinter dem Rücken, zieh die Schultern nach oben und zurück und dann nach unten, heb das Brustbein, senk dein Kinn, verlängere das Kreuzbein, atme hier tief ein, atme vollständig aus, ein, einatmen, atme aus, einatmen. Atme aus. Tief ein. Und ausatmen. Letzter Atemzug hier. Und löse die Hände, kreis die Schultern nach oben und zurück. Nimm die Bewegung wahr, ganz ruhig und achtsam in diesen Bereich hineinspüren und dann nimm die Arme zur Seite. Dreh die rechte Handfläche nach oben, die linke Handfläche nach unten, sodass du hier ein paar Mal vom Schulterblatt aus, Schulterkopf nach vorne und zurück rotierst. Sehr gut. Und dann senk die Hände. Öffne die Füße ein bisschen weiter und dann bringst du linken Ellenbogen und rechtes Knie zusammen und dann machst du das mit dem anderen. Und dann finde hier deinen Rhythmus, mach das ein paar Mal. Halt den Atem ruhig und achtsam. Bisschen was für die Leisten tun. Das ist auch eine schöne Dehnung hier für den unteren Rücken, Hüftbeuger. Tief atmen. Kannst es ruhig auch dynamischer machen, ja, wenn dir danach ist.
Okay, noch zweimal. Auf jeder Seite. Ja. Und hab die Vorderseite wird jetzt gedehnt, indem du das linke Bein hebst und mit der rechten Hand auf die Ferse klatscht. Und dann machst du das auch hier wieder so ein bisschen dynamischer. Versuche aufrecht zu bleiben und weiterhin ruhig zu atmen. Okay. Auch hier noch zweimal auf jeder Seite. Okay, spür nach. Spür vom Becken über die Beine, Fußsohlen nach unten. Atme aus. Schließ die Füße, nimm die Hände vor das Herz. Verhak die Daumen, zieh die Arme nach vorne, nach oben und zurück. Mit der Ausatmung beugt die Beine und verschränkt die Finger. Zieh die Arme hinter dem Rücken lang. Und mit der Einatmung beugst du die Beine, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten, Ausfallschritt. Ausatmen, steige in den Hund. Einatmen nach vorne in die schiefe Ebene, die Oberschenkelmuskulatur an den Knochenzehen. Ausatmen, Liegestütze mit oder ohne Knie. Aufwärts schauender Hund oder jede Variante, wunderbar erlaubt. Ausatmen zurück. Nach unten schauen. Hund und wieder einatmen nach vorne. Schiefe Ebene. Ausatmen Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus Po Richtung Fersen. In die nach unten schauenden Hund. Rechtes Bein einatmen nach vorne. Rücken lang. Aus das andere Bein dazu. Lass den Kopf los. Beug die Beine leicht. Verhak die Daumen, zieh dich nach oben, streck dich lang, lehn dich zurück. Ausbeug die Beine, verschränk die Finger, zieh die Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten, heb den Blick. Aussteige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Und wieder deine Wahl, Liegestütze oder Variante. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Aus, nach unten schauender Hund. Einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. Streck dich in den Hund. Einatmen links nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein dazu. Lass den Kopf los. Du beugst die Beine, verhackst die Daumen. Zieh dich nach oben, streck dich lang, 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 lang. Lehn dich zurück, bleib stehen. Arme senken. Verhak die Daumen, andere Daumen oben, streck dich lang, hoch und zurück. Und noch eine Runde so. Beug die Beine, verschränk die Finger, Arme lang. Einatmen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten. Aussteige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus Liegestütze. Einatmen aufwärts schauender Hund. Ausatmen nach unten schauender Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Ausatmen Knie, Brust und Kinn. Fließe mit dem Atem in die Kobra. Einatmen. Fließe zurück über den Vierfüßler in den Hund aus. Einatmen rechts nach vorne, schau nach vorne. Aus, das andere Bein dazu, lass den Kopf los, beug die Beine, strecke dich lang und zurücklehnen. Beug die Beine, verschränk die Finger, zieh die Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten. Aussteige in den Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Aus, Chaturanga Dandasana. Einatmen aufwärts, schauender Hund. Ausatmen nach unten, schauender Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra.
Auspo Richtung Fersen. Streck dich in den Hund. Einatmen, linkes Bein nach vorne, Rücken lang. Aus das andere Bein, folgt, lass den Kopf los, verhakt die Daumen, zieh dich nach oben, streck dich lang und bleibe stehen. Atme hier ein, nimm die Hand aufs Herz, die andere auf den Bauch. Atme aus, über die Fußsohlen, schieb nach unten, Scheitel wächst nach oben ein. Atme aus. Nimm die Hände in die Hüften, heb das Brustbein, Schultern zurück und dann aus dem Becken kipp nach vorne und kannst die Knie hier gerne schon beugen. Leg den Oberkörper auf die Oberschenkel, greif dir die Großzehen mit dem Zeigemittelfinger von innen unten drunter, zieh den Rücken lang, schieb die Oberschenkel zurück, tauche über beide Beine. Und der Daumen geht auf den Zehennagel. Der Schulter-Nackenbereich ist lang und frei. Tief. Atme aus dem Bauch aus. Schieb die Fersen kraftvoll in die Matte und zurück. Einatmen. Atme aus. Auch. Zieh die Schulterblätter hoch an die Rippen Richtung unteren Rücken. Atem fließt weiterhin durch. Und dann von hier einatmen, heb den Blick und dann setze die Hände gleich in die Matte und steig zurück. Mach einfach zwei, drei Schritte zurück in den Hund. Bleibe hier, atme ein. Atme aus. Heb das rechte Bein nach hinten hoch. Und dann guck nach vorne, setz den rechten Fuß zwischen die Hände, linke Ferse zum Boden rotieren, kraftvoll die Füße in die Matte schieben. Komm einatmen nach oben in den Krieger 1 und öffne zu Krieger 2. Einatmen, streck das rechte Bein, zieh die Hüfte zurück, Oberschenkel, Muskulatur auch hier an den Knochen ziehen und dann streckst du dich lang in das Dreieck. Linker Arm geht senkrecht hoch. Du blickst weit am linken Augeneck an der Hand vorbei. Tief atmen. Und hier nochmal einatmen. Und dann guck zum Boden, atme aus. Komm einatmen nach oben zum Stehen. Beugt das rechte Bein, ausatmen. Jetzt hebt die Arme und streckt das rechte Bein ein. Ausatmen, beugt das rechte Bein, senkt die Arme. Noch einmal einatmen, streckt das rechte Bein, hebt die Arme. Ausatmen, beugt das rechte Bein, senkt die Arme. Schulter hoch, Blick über die rechte Hand, bleibe hier ein. Schiebt das rechte Knie leicht nach außen, spür den Beckenboden. Die hintere linke Hüfte schiebt zum rechten Knie nach vorne. Und das mal hier wahr. So ist dein Becken, die Hüften auf einer Ebene. Tief der Atem. Hier nochmal einatmen und atme aus. Einatmen, streck das rechte Bein. Ausatmen, beug es, bring den Unterarm auf den Oberschenkel. Du kannst aber auch jederzeit die Hand außen zum rechten Fuß. Hier würde ich einen Block empfehlen, ablegen und dann zieh den linken Arm weit über das Ohr. Schieb kraftvoll mit dem Fuß, mit dem Arm nach unten und öffne weit die linke Flanke, linke Körperhälfte und den Brustkorb. Nimm den Atem tiefer. Spür die Verbindung zur Erde. Spür, wie der Atem zirkuliert, Prana, Lebenskraft in den Körper gibt. Ständiger Austausch. Hier nochmal einatmen. Atme aus. Bring die Hände zum Boden.
Mach den Schritt etwas kürzer, streck das rechte Bein, Herzraum weit und dann tauch über das rechte Bein. Lass den Kopf los. Atme ein, Hände sind gerne auf Blöcken. Atme aus. Versuch das rechte Bein gut zu strecken, Kniescheibe leicht anzuziehen, aber nicht durchzudrücken hier. Und schau, dass der Atemrhythmus schön langgezogen, ruhig und achtsam geführt wird. Noch einen. Nun beug das rechte Bein, einatmen. Steige in den Hund. Komme in die schiefe Ebene, einatmen. Und dann gleich wieder ausatmen in den nach unten schauenden Hund. Du hebst das linke Bein nach hinten hoch, einatmen. Ausatmen, Blick nach vorne, linker Fuß zwischen die Hände, rechte Ferse zum Boden, lautlos. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte, hebe dich in Virabhadrasana 1, öffne zu Virabhadrasana 2. Streck das linke Bein, spür wieder groß die Beine kraftvoll in die Matte, schieb Oberschenkelmuskulatur an den Knochen. Du kippst dein Becken, ziehst dich lang ins Dreieck. Taille lang, Blick an der rechten Hand vorbei. Benutze die Augen. Nicht den Kopf so überdehnen, sondern mit den Augen ganz weit ins rechte Augeneck blicken. Tief atmen. Atme aus und spür auch den hinteren Außenfuß, also Außenkante, kraftvoll in die Matte schieben. Nochmal einatmen. Gerne guck nach unten. Einatmen, komm nach oben zum Stehen. Ausbeug das linke Bein, schieb das Knie nach außen. Einatmen, streck das linke Bein, heb die Arme. Ausatmen, beug das linke Bein, senk die Arme. Einatmen, streck die Arme. Ausatmen, beug die Arme. Einatmen, strecken. Und ausatmen, beuge, Blick über die linke Hand, bleibe hier. Tief ein, Herzraum weit, entspann die Schultern, atme aus, ein. Einatmen. Ausatmen, zwei. Ruhig und achtsam ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Atme aus, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf, streck das linke Bein, einatmen, heb den linken Arm gerne und dann beug das linke Bein, finde deine Variante, die Hand entweder außen zum Fuß, gerne auf einem Block, oder du schiebst kraftvoll mit dem Unterarm auf den Oberschenkel, streck den rechten Arm weit über das Ohr. Dehne dich, öffne dich, sei in deiner Kraft, aus dem Bauch, in dein Herzraum. Fühlt sich das im Schulter-Nackenbereich an? Fühl dich frei. Erfahre dich aus dem Herzen. Tief der Atem. Noch einmal hier einatmen. Atme aus. Bring beide Hände links und rechts am vorderen Fuß. Heb die hintere Ferse. Schritt kürzer von hinten. Rücken lang ein. Zieh die linke Hüfte zurück und tauch über das linke Bein, atme aus. Lass die Gesichtszüge weich einatmen. Und atme den Bauchnabel nach innen aus. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Vollständig aus und rein. Atme aus. Beug das linke Bein, einatmen. Und steige nach vorne mit dem rechten neben den linken. Lass dich über beide Beine nach unten sinken.
Komme mit leicht gebeugten Beinen, geraden Rücken nach oben, heb die Arme über den Kopf und ausatmen, senk die Hände, dreh dich zum langen Mattenrand, grätsch die Beine, Fersen nach innen, groß die Ballen nach außen und dann heb die Arme hoch in den Stern. Spreiz die Finger, erfahre dich hier weit über deinen physischen Körper, spür dich energetisch weit, wie so ein Engel. Und mit der Ausatmung beugt die Arme, beugt die Knie, und die zeigen die gleiche Richtung wie die Zehen. Mit der Einatmung noch einmal strecken. Ausatmen, beugt die Beine, beugt die Arme. Bleibe hier ein, pass auf. Hände auf die Oberschenkel, dreh dich nach rechts. Die linke Schulter geht nach vorne und du blickst über die rechte Schulter. Einatmen in die Mitte und dann nach links. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, nur die Unterarme heben, Brustkorb weit in der Goddess Pose. Einatmen, streck die Beine, streck die Arme. Ausatmen, beug die Beine, beug die Arme. Bleibe hier, fühl dich weit, fühl dich kraftvoll, liebevoll. Hände auf die Knie, rechts drehen. Einatmen in die Mitte. Twiste nach links. In die Mitte ein, Unterarme heben, atme aus. Streck die Beine, streck die Arme. Noch einmal, beug die Beine, beug die Arme. Öffne dein Herz, einatmen. Ausatmen, Hände auf die Oberschenkel, dreh dich nach rechts. Einatmen zur Mitte, twiste nach links. Ein in die Mitte. Aus, Oberkörper anheben, beugt die Arme. Einatmen, streckt die Beine, streckt die Arme. Jetzt die Hände in die Hüften, Fersen nach außen rotieren. Heb das Brustbein an und du kannst die Hände hier hinter dem Rücken verschränken oder in den Hüften lassen, wie du möchtest. Kipp aus dem Becken nach vorne und lass dich hier nach unten sinken und entweder platziere die Hände unter den Schultern, zwischen den Beinen, schulterbreit also. Oder du lässt die Hände so verschränkt wie ich. Tiefe Atem. Der Hals ist lang. Herzraum auch hier schön weit. Außen-Innenkante der Füße kraftvoll erden. Aus dem Bauch aus. In den Brustkorb ein. Vollständig aus. Beug die Knie leicht. Zieh dich mit den Händen nach oben. Hände gerne auch in die Hüften. Und spür hier nach. Löse die Hände. Bleib für einen Moment hier. Atme ein. Atme aus. Beug die Beine. Lauf die Füße oder spring die Füße zusammen, wie du möchtest. Einatmen hier. Ausatmen an den Anfang der Matte. Du erdest den rechten Fuß, hebst das linke Knie, atme ein. Dann öffne das Knie zur Seite, Fußsohle für den Baum, innen zum Oberschenkel aus. Nimm die Hände vor das Herz, finde hier deine Balance. Du kannst hier bleiben oder du fließt mit dem Atem, öffnest die Arme zur Seite, Handflächen über den Kopf zusammen. Und ausatmen, senkt die Arme wieder. So einen großen Bogen. Ich stehe jetzt ein bisschen nah an der Wand. Einatmen, heb die Arme. Und ausatmen, senk die Hände. Mach weiter. Einatmen, hebe. Und ausatmen, senke. Zieh den unteren Bauch nach innen hoch. Noch einmal, heb die Arme. Und ausatmen, senk die Arme. Blick in Augenhöhe, einatmen, linkes Knie nach vorne, kipp nach vorne, steige groß und weit nach hinten, lande auf den Fußballen, einatmen, heb die Arme, heb das Herz, aus, beug das linke Knie zum Boden, Nabel nach innen, twiste mit der nächsten Ausatmung nach rechts, Daumenwurzeln ans Brustbein, bleib hier ein,
Oder heb das linke Knie weg vom Boden, atme aus. Atme ein. Atme aus. Einatmen. Und hier ausatmen. Einatmen. Atme aus, noch einen. Blick zum Boden mit der Einatmung. Hände zum Boden. Wir gehen gleich in den Drehsitz. Das linke Knie nach vorne, außen zum rechten Fuß ziehen. Dann setz dich zurück an der Ferse vorbei, setz dich auch gerne auf einen Block, um beide Pobacken zu erden. Zieh den Rücken lang, heb den linken Arm und dreh dich nach rechts. Oberarm außen am Knie oder Knie in der Armbeuge. Rücken lang ein. Atme aus. Hier eins. Blick auch hier ins rechte Augeneck ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf, wir bleiben noch zwei. Dann komm nach vorne, atme ein, dreh dich zur anderen Seite gegen aus. Einatmen nach vorne, das rechte Knie nach hinten, Hände in die Matte. Positionier das linke Knie hinter der linken Hand, pointe den Fuß, wenn der Winkel recht spitz ist. Angenehmer für das Knie. Und dann bleib hier zwei, drei Atemzüge erstmal weit. Zieh die rechte Hüfte nach vorne, atme hier tief ein. Atme aus. Tief ein. Mit der Ausatmung komme Händen nach vorne, bring die Unterarme zum Boden oder auf die Blöcke. Und vielleicht kommst du noch ein bisschen weiter nach unten und kannst die Stirn ablegen. Stirn auch gerne auf einem Block oder auf den Händen, die diese mit zwei Fäusten übereinander gestapelt sind. Lass den Atem tief ein- und ausströmen. Einatmen. Atem aus. Fühl den Atem ruhig ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier. Nochmal ein. Und aus. Letzter Atemzug hier. Komplett nach innen tauchen. Langsam, langsam. Heb den Blick und schieb dich mit den Händen zurück. Bleibe hier, atme ein. Und dann dreh dich rechts herum. So eine meiner Lieblingsübergänge habe ich sicherlich schon unterrichtet. Bring die Fußsohle innen zum rechten Oberschenkel für Janushirsasana. Gerne leg dir auch was unter das Knie. Dreh dich zum rechten Bein, atme ein. Und auch hier kipp aus dem Becken nach vorne aus. Mit den Händen nach vorne. Vielleicht greift die linke Hand außen den Fuß und lass dich hier der rechten Hand oben drauf. Oder du kannst, jede Variante ist wunderbar. Die Ellenbogen zum Boden bringen, dich hier abstützen und einfach den Fuß von außen greifen. Dehn die linke Körperhälfte. Tief der Atem. Noch einmal hier einatmen. Atme aus. Und komm von hier langsam wieder nach oben. Falls das unter dem Knie liegt, bitte hervorheben. Stütz das Knie, komm auf dein linkes Schienbein und heb den Oberkörper, strecke dich. Öffne dein Herz. Zieh den rechten Arm nach oben und zurück. Zieh die Schultern weg von den Ohren und zur rechten Leiste öffnen. Und schieb die rechte Hand zum Boden und komme von hier in dir nach unten schauenden Hund. Atme ein.
Und atme aus, beug die Beine, lauf nach vorne, spring jederzeit, wenn du möchtest. Zieh den Rücken lang. Und lass dich dann über beide Beine nach unten sinken. Knie ein bisschen beugen, Rücken lang, komm nach oben, Arme über den Kopf. Und senk die Hände für den Baumwurzel, deinen linken Fuß. Hebe mit der Einatmung das rechte Knie, öffne das Knie zur Seite, bring die Fußsohle innen zum Oberschenkel, die Hände vors Herz. Auch hier fließen wir mit dem Atem. Heb die Arme über die Seiten hoch, über den Kopf zusammen und senke wieder über die Seite nach unten. Und dann hebe ein, zwei, drei, vier, senke aus. Zwei, Nabel nach innen. Ein, Schultern entspannen. Und senke ab. Noch einmal, hebe ein. Hoppala, jetzt habe ich nach oben geblickt. Und senke mit der Ausatmung. Hände vor das Herz, einatmen, rechtes Knie nach vorne. Kipp nach vorne, steige zurück, ab auf den Fußbein landen, hier einatmen und ausatmen, senk das rechte Knie zum Boden, zieh den Nabel nach innen ein, twiste nach links, atme aus. Blick über die linke Schulter und wenn du möchtest, heb das rechte Knie weg vom Boden, tief der Atem. Einatmen hier, atme aus. Einatmen. Atme aus. Genauso lang. Ganz entspannt. Aus dem Inneren heraus wahrnehmen. Und dann noch eine. Und dann bring die Hände zum Boden. Einatmen. Steig mit dem rechten Knie nach vorne, außen zum Fuß, in den Drehsitz setzen, aus. Erde die Sitzbeinknochen, heb den rechten Arm. Und entweder Knie in die Armbeuge oder Oberarm, außen an das Knie. Dreh nach links. Einatmen. Vollständig aus. Blick ins linke Augeneck oder schließ die Augen jederzeit. Atme aus. Tief ein. Ausatmen. Schau, dass die Einatmung wirklich genauso lang ist wie die Ausatmung. Noch einen Atemzug hier. Komplett ausatmen. Komm einatmen nach vorne. Dreh dich zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte. Das linke Bein nach hinten, die Hände in die Matte. Heb das rechte Knie, setz es hinter die rechte Hand, der Fuß gepointet. Schieb das linke Bein rück, bleib hier erstmal ein. Zieh die rechte Hüfte noch ein bisschen weiter nach hinten. Setze gerne auf einer Decke, wenn das zu wackelig ist hier und du nach rechts kippst. Und dann komme von hier langsam wieder erstmal auf die Unterarme und dann vielleicht weiter nach unten, Stirn ablegen, tief ein, vollständig ausatmen. Nimm hier deinen Atem wahr, ausgedehnt und frei fließe durch deinen Körper. Lässt dich im Hier und Jetzt sein. Noch einmal ein. Atme aus, langsam richte dich auf, einatmen, falls du auf etwas sitzt, heb es hervor, dreh dich über die linke Seite zum gestreckten Bein nach hinten
Dhanushirsasana. Einatmen, Rücken lang und du drehst dich hier. Ausatmen nach links, kippst aus dem Becken nach vorne, greifst entweder hier den Fuß oder die Arme überkreuzt. Schau mal, was sich heute für dich richtig anfühlt. Und fühle auch hier den Atem gleichmäßig lang ein und gleichmäßig lang ausströmen. Wunderschöne Dehnung hier. Noch einmal hier einatmen, atme aus und dann richtest du dich langsam auf, einatmen. Falls was unter dem Knie ist, nimm es hervor und dann stütz dich auf dein Schienbein und öffne dich hier weit. Atme tief ein, atme aus, tief ein. Lass den Atem durch dich hindurch streichen. Atme aus. Tief ein. Und aus noch einen. Pass auf, jetzt gehen wir anders weiter. Geh nach unten, setz dich wieder zurück, heb das rechte Knie, streck das rechte Bein aus. Einatmen, Rücken lang. Du kippst aus dem Becken und kommst nach vorne. Atme aus. Greif die Schienbeine oder die Füße auch hier. Lass den Atem tief ein und vollständig lang ausströmen. Kannst im Geiste deinen Atemrhythmus mitzählen. Also ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier und so weiter. Uns nach innen gerichtet, bist in einem wirklich meditativen Zustand. Nun noch einmal ein und hier ausatmen. Heb den Blick ein. Richte dich langsam ausatmen aus. Beug die Beine, stell die Füße hüftbreit auf, zieh die Schultern zurück, heb das Brustbein und dann heb dich in den Tisch hoch. Atme aus. Leg deine Hände zur Decke an. Wenn du üben möchtest, dann auch gerne die Feueratmung durch die Nase ein- und ausschnüffeln. Noch fünf, vier, drei, zwei und schließ mit den Löwenatmung raus. Heb den Kopf und senk die Hüften. Ganz unspektakulär machen wir Abschluss, Wirbel für Wirbel. Leg dich jetzt auf den Rücken ab, genieß die Massage entlang der Wirbelsäule. Lass die Füße gleich nah am Gesäß, hüftbreit aufgestellt. Und zweimal hebst du die Hüften und hebst die Arme zurück. Und mit der Ausatmung senkst du die Hüften und die Arme wieder neben den Körper. Mach das weiter. Und hier kannst du entscheiden, ob du das jetzt einfach wiederholst noch ein paar Mal oder die Arme unten lässt, nur die Hüften hebst und jetzt in die Schulterbrücke kommst, verschränk die Finger oder greif dir die Matte von außen. Heb das Brustbein, zieh die Schultern unter den Rücken. Atme ein, schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Tief ein.
Ausatmen hier. Einatmen. Atme aus. Ruhig einatmen. Und ausatmen, letztes Mal einatmen. Löse die Hände und roll dann Wirbel für Wirbel nach unten ab. Füße mattenbreit, Knie zusammen. Spür dich hier, Hand auf Bauch, auf Herz. Lass den Druck aus dem unteren Rücken wirklich los. Und zieh die Knie zu dir ran und schaukle hier nach links und rechts ein paar Mal. Genieß die Massage entlang der Wirbelsäule. Greif von oben auf die Knie und kreis die Knie in eine Richtung. Immer schön. Unnötige Spannungen einfach frei massieren. Und dann kreis in die andere Richtung. Dann zum Zentrum, Knie schließen, Beine nach oben, die Arme nach oben und jetzt kreis die Füße und die Hände. Und in die andere Richtung kreisen. Und ganz leicht schüttel die Füße und die Arme, Hände, Arme, Beine. So federnde, schwingende Bewegungen machen so ganz gut für das ganze Gewebe des Körpers. Schüttel, 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 schüttel. Und dann strecke alle Viere von dir. Mach dich für die Entspannung bereit. Leg dir gerne etwas über dein Herz, eine Decke. Auch schön, was auch angenehm ist. Kannst mal probieren, dir etwas Schwereres auf den Bauch zu legen. Ich habe eigentlich auch so einen Sandsack. Manchmal ganz angenehm. Oder du legst dir halt einfach ein schweres Kissen drauf oder den Block. Einfach hier auf den Bauch, unteren Bauch. Und lass die Füße locker nach außen sinken. Handflächen locker nach oben. Nimm noch einen bewussten Atemzug hier, der vielleicht etwas tiefer kommt und länger ausgeatmet wird. Und dabei lass nochmal unnötige Spannung los. Entspanne auch hier gleich dein Kiefergelenk. Die Lippen können leicht geöffnet bleiben. Und dann nur noch entspannt durch die Nase atmen. Dein Atem wird immer flacher in Shavasana. Du entspannst die Zehen, Fußsohlen und Fußgelenke. Du entspannst die Waden, Knie und Oberschenkel. Und entspannst Hüften und Gesäß. Lass den unteren Rücken los, entspanne den mittleren und oberen Rücken. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Dein Bauch und Brustkorb entspannt. Finger, Hände und Arme entspannt. Schultern, Nacken, entspannen. Kopf ab, entspannt. Stirn ganz glatt. Entspannen die Augenbrauen. Nimm den Raum hinter der Stirn weit wahr. Entspann die Augen. Die Augäpfel zurücksinken, entspann die Schläfen.
Lass den Unterkiefer los, entspann dein Kiefergelenk. Einmal die Zunge weich, die Lippen weich, Oberkiefer entspannt, Nase entspannt. Entspanne Ohren, die Haut im Gesicht und am ganzen Körper, alle inneren Organe entspannt. Auch dein Gehirn entspannt. Nimm deinen Körper hier nochmal wahr, wie er ruht, ganz entspannt, friedvoll, vertrauensvoll. Lass dich hier hineinsinken und tauche tiefere, in tiefere Schichten, in tiefere Weiten deines Selbst. Im ewigen Raum. Wahlen. Ganz präsent bleiben. Ein paar kostbare Momente bleibe ich hier. Bleib noch so schön liegen. Schwer und trotzdem leicht. Und atme ein bisschen tiefer und fang an, deinen Körper zu bewegen. Und vielleicht möchtest du dich einmal schön lang strecken und dehnen und regeln. Die Füße aufstellen, auf die Seite rollen. Nachspüren. Über die Seite nach oben kommen zum Sitzen. Hier die Augen geschlossen lassen. Genau. Wieder ein Atem ein- und ausströmen. Nimm die Schwingungen in dir und um dich herum wahr.
Wenn du möchtest, die Hände vors Herz. Erinnere dich an etwas, was dir Freude bereitet. Oder vielleicht kannst du auch einfach aus dir heraus. Wir haben uns jetzt so schön in diesen weiten, ewigen Raum hineingebracht, da wo die Freude und die Liebe, das ist eine ewige Quelle, die da in uns sprudelt. Und wir können hier jederzeit anzapfen. Vielleicht spürst du das. Spür dich in deiner Fülle, das macht sich über Dankbarkeit bemerkbar in dir. Und so kannst du nun abschließen. Lass uns in der Stille abschließen und senk die Stirn nach unten. Spür die Dankbarkeit, die Freude, die Liebe. Bolo Satguru Sri Bhagavan Gita. Öffne langsam die Augen, gib den Blick, ich sage Dankeschön.